So Leute, noch eine neue Karte. Spielen wir noch eine Runde hier, ne? Neues Spiel. So, was soll's. Gut, ich lasse es mal warten hier. So. Wer weiß, vielleicht brauche ich das ja noch. So, szenarisch, historisch. Ne, das habe ich ja eben gerade gemacht. Wir gehen mal von oben nach unten. Niedrig, 27 Schlachtgruppe. Wir wollen jetzt auch mal was gewinnen. So. Starker Vorteil Syrakus. Ja, ich habe gesagt, wir machen das jetzt mal so. Die Karthager, ne, die können kein Mensch spielen. So. Legen wir mal los. Ja, jetzt habe ich ja verstanden, wie das geht. Okay. Also, Tooltips werden auch ständig angezeigt hier. Ich platziere die jetzt so, dass sie relativ nebeneinander stehen. Mit zwei Reihen Abstand. Den hier. Auch zwei Reihen Abstand. Den links und rechts. Also, das ist eine schwere Einheit hier. Okay. Und dazwischen mit denen. Wahrscheinlich ist das nicht mehr Taktik hier, sondern einfach nur Scheiße. Aber ich muss trotzdem. So, die werde ich da platzieren. Und die dort denn. So, jetzt ist es vorbei. Okay, lass mal knacken hier. Ui. Okay, die legen schon ordentlich los. Diesmal will ich auch so den Kampfwagen hier vernichten. So, jetzt mein Zug dran. Können per Sturmangriff angehen. Okay, das ist so eine kleine Hilfestellung, dass zum Beispiel diese Einheiten mich per Sturmangriff vernichten können. Aber ich will jetzt auf jeden Fall, was hier alles gemischt ist, libysche Kampfwagen und so weiter. So, ach, das sind Speerwerfer. Jetzt habe ich es gerafft. Oh, gerade mal einen verloren, unterbrochen. Oh, what the fuck. Okay. So, ich muss jetzt mehr hier platzieren. Ey. Scheiße. Die vordere Einheit hier. Oh. Machen wir auf hier. Das ist ja noch ein Kampfwagen. Hoppala. Ich will eigentlich aber nicht so nah an diesen Kampfwagen ran, sondern erstmal hier diese Einheit vernichten. Okay, diese weg. So, jetzt kann ich diese Einheit per Sturmangriff angreifen. Die ist auch weg. Ein bisschen minimieren. Dann schicke ich die hin. Ich will hier so eine kleine Front haben. Und hier und sehr everywhere. So. Und den liegen da hin. Ja, plus. Jetzt auf jeden Fall mal so machen können, dass man hier hoch und runter ziehen. Eine Karte rumpummelt. Na, ist egal. Ja, auf dem Schlachtfeld hier. So, Karthager sind dran. Oh, Speerwerfer. So wild. Oh. 130 weggerammt. Alter, Alter, die sind weg, die sind weg. Die habe ich scheiße platziert mal wieder. Da habe ich mich schon so lange mit dem Spiel befasst, schon über 20 Minuten. Jetzt sind die dran. Oh, 45 auch schon weggerammt da. Ich hab das scheiße gemacht. Die hauen mir die ganzen Sperrwerfer weg. Verdammte Axt. Aber die ziehen sich doch immer zurück hier. Die können wieder dran. Die können jetzt nicht weg. Das bedeutet wohl diese Hand. Hast du auch verstanden? Okay. 43, okay. Die hier angreifen. 195, das sieht gut aus. Da
Das D steht also für unterbrochen. Kann nirgendwo hinschießen, ne? Zumindest. Weil die andere Einheit davor ist. Also werde ich mich hier platzieren. So, Wander. 102. Okay, das sieht etwas besser aus. Oh, ich kann diese Einheit auch noch angreifen. Ich hoffe, jetzt hauen wir sie weg. Naja, das reicht auch nicht. Auch die hier. Oh, da haben wir auch viel verloren. Uiuiuiui. Ach ne, wir haben ja noch die Einheit hier. Wie das ist, Support, wie wir den Kampf haben. 85 hat ja gar nichts verloren. Ich wurde unterbrochen. Aha. Wie groß ist diese. Shit. Ja, die wissen, wie groß diese Einheit ist. So, sind die jetzt weg oder was? Ist der da oben? Okay. So, werde ich jetzt hier platzieren. Ne, die hatte ich schon, die Einheit. Hier ganz unten noch einer. Kommt mal! Ich glaube, hier brauche ich mehr Support. Ich gehe mal dahin. So, wir sind fertig. Die leichte Kavallerie muss angreifen. Die konnten doch eben gerade nicht angreifen. Oh Gott, ich nehme gar nichts hier. Ich bin fragmentiert und so gut wie fertig. So, jetzt bin ich ordentlich auf die Glocke. Eine Einheit besiegt, schade. Also das läuft schon wieder echt scheiße. Ich bin auch eher so ein Typ, also bei mir läuft es besser, wenn das Spiel also in Echtzeit ist, ne? Und man diese Sachen hier und da platziert und dann loslegt und so, ne? Und hier die ganze Zeit dann ja wie auf dem Tabletop hin und her schiebt. Das macht das Spiel jetzt wie gesagt nicht schlechter, aber für mich ist das irgendwie echt ungewohnt, weil ich habe sowas zum letzten Mal Ende der 90er gespielt, so auf diese Art und Weise. Ja, gut, oder Anfang 2000er, das war es dann, glaube ich. Das war hier Squad Leader oder so. Von, ja, aus dem Jahr 2001, irgendwie rechnen sie, ne? Oh, wir kriegen hier so hart auf die Glocke, Wahnsinn. Nächster Zug für mich, schön. Den kann ich treffen. Die bringen ja gar nichts, ja, okay, scheiße. Ich würde mich hier platzieren mit denen, so. Einheiten dann mal komplett ausrotten hier, muss mal klappen. Okay, die ist besiegt, gut. Ich will die hier verkleinern auf jeden Fall. Jetzt begebe ich mich jetzt dahin. Mit denen hier rauf. Okay, mit leichtere Einheiten. War ich hier schon dran mit der? Ja. So, jetzt hatte ich gerade die hier, ne, wenn ich mich recht entsinne. Die sind besiegt, die sind auch weg. Ich kann nichts treffen von hier. Wir müssen zurück. Ich will mich hier neben den anderen platzieren. Könnt ihr auch irgendwie. Was ist denn das hier? Okay, lass mal zusammen gehen hier. Oben ist noch eine Einheit. Mein Gott, können die auch noch irgendwas machen hier? Die hätte ich eigentlich gern wieder weiter unten. So, ich glaube, das war's. Dann legen wir los. Wirklich zu beenden, yes, jo. Die ziehen sich zurück, sind aber so gut wie fertig. Was sind diese kleinen Züge, bevor der eigentliche Zug anfängt? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Wahrscheinlich, weil sie die noch verfolgen. So, das nehme ich mal an. Besiegt schon wieder. Schade. Und da können die nochmal ran. Aha. Also wenn ich mal besiege und dann noch... Ich dachte, dann sind die Punkte einfach weg. Sturmangriff. Okay. Ich habe verloren und nicht 129 unterbrochen, ey. Ihr seid Bitches, ne? Ich bin komplett weg.
Scheiße, Mann. Das sieht echt schlecht aus. Oh Gott, Mann. So, fangen wir von hier an. Also die jetzt noch, die hatte ich doch schon fast. Unterbrochen. Gar nichts. Kommt der noch irgendwo hin? Hier hat niemand mehr irgendwas frei, ey. Scheiße. Unterbrochen, okay. Die schaffen wir nicht. Die machen wir jetzt hier weg. Okay, ist komplett weg. Dann schaffen wir die jetzt auch noch hier. 13, das ist nicht viel. Das ist ja mal gar nichts. Guck mal, hier mal die Einheit hier oben. Die kann nirgendwo hin, die kann ja gar nichts. Da müssen wir aber wieder runter. Ich muss für den hier irgendwie zur Hilfe eilen. Ich kann nicht schießen von hier aus. Weg, das ist gar nichts. So, ich bin fertig hier, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Also trotz sehr hohem Vorteil schaffe ich es nicht. Gehe ich mal jedenfalls von aus. A bitch! Die haben uns also von hinten angegriffen, das bedeutet wohl Rücken. War auch schon besiegt. Oh, Jesus. Das ist echt eine gute, das sieht gar nicht gut aus. Wir sind auch weg. Im Prinzip ist alles weg hier. Die sind auch besiegt, auch. Scheiße, nee. Ich bin echt blöd dran hier. Aber ich bin noch dran, immerhin. Aber die hier weg, hier weg, direkt da. Immer nicht besiegt. So, die hatten sich zurückgezogen. Ich würde die jetzt hier positionieren, mit dem wir hier gar nichts machen. Obwohl, ich muss die ja immer irgendwo hinschicken, oder? So war das so. Hier noch irgendwas machen. Die Kavallerie kann irgendwo hinreiten, aber ohne Sinn. Ich schicke die eins vor hier einfach. Oh, jetzt kommen wir ran. Zack. Das war ja richtig toll, du. Wir gehen wieder nach vorne. 28, immer noch nicht besiegt. Verdammt, was. Wieso schaffen wir die hier unten nicht? So, ich denke, ich bin fertig, oder? Kann leider niemand mehr, dann bin ich wohl fertig zu beenden. Ja. Jetzt greifen die wieder an. Jetzt greifen leider nichts hier an hier. Ah, die sind so gut wie weg. 56 besiegt. What sonst? Scheiße, Mann. Die werden da richtig weggedrängelt da unten. Unterbrochen, okay, nein, nein, was? Verstehe ich nicht. Die wollen die. Ach, ich gehe davon aus, die wollen die Befehle nicht ausführen. Ist schon wieder ein Rücken gefallen hier. So, die Einheit ist auch besiegt, schade, ey. Ich glaube, ich habe verloren. Ja, ja. Verdammt, ne. Ah, hör mir auf, du. Das gibt's doch nicht. Wie sieht's denn aus? Meine Armeestärke ist immer so klein. Ich will auch mal was anderes spielen. Ich habe keinen Bock mehr auf Syracuse hier gegen Karthager. Außerdem glaube ich, dass dasselbe Spiel ist wie davor. Obwohl es eine andere Seite. Stark war oder so. Wie sollte das ein anderes sein? Schließen. Nicht speichern, Freunde.
Gut, würde ich sagen, fangen wir nochmal von vorne an. Ich versuche jetzt noch ein Spiel anzuleiern hier. Oder was heißt ich versuche es, ich mache auf jeden Fall noch ein Spiel. Und ich hoffe nicht, dass ich da besser bin. Und jetzt müssen wir mal gewinnen, ne? Also, dann bis gleich, Leute.